Ja, und damit zurück zu Slender. Hey ho und willkommen, liebe Freunde. Wir sind endlich wieder in unserem Lieblingsspiel hier. Ja, wir haben hier wieder unseren Unfall gebaut, aber das kennt ihr ja alles. Eigentlich haben wir ja einen ganz anderen Grund. Wir wollen natürlich das Spiel nicht nochmal spielen. Vor allem ich nicht. Ihr könnt das ja gerne nochmal spielen, wenn ihr Lust habt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es hier noch ein Bonuslevel gibt und das würde ich natürlich gerne mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, wie viele Versuche wir brauchen werden, wenn es denn funktioniert. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Facecam ist natürlich wieder mit dabei. Und ich habe mir einfach mal links auf dem Monitor, auf meinem zweiten Monitor, so ein kleines Tutorial aufgemacht, wie das denn funktioniert, um auch in dieses Level zu kommen. Blue Isle Studios, danke nochmal an dieses schöne Spiel. Ja, ich bin gespannt. Sehr gespannt sogar, was uns hier erwarten wird. Nochmal danke an den Tipp. Irgendeiner hatte das, glaube ich, in die Kommentare geschrieben. Und da bin ich ja immer sehr dankbar, wenn das einer in die Kommentare schreibt oder bei Facebook oder sonst irgendwo, weil man kriegt ja nicht alles mit, aber mittlerweile hat ja irgendwie jedes Spiel kleine Easter Eggs oder kleine Überraschungen. Kleine Zusatzlevel. Ich erinnere mal an den Surgeon Simulator. Da gab es ja dann auch dieses Space Level. Wäre ich, glaube ich, auch nie drauf gekommen. Aber es gibt ja heutzutage das Internet und da findet man ja eigentlich alles. So. Ja, die meisten von euch werden ja wahrscheinlich auch den Anfang hier kennen. Wir sind jetzt hier mit dem Auto gestrandet quasi. Der Baum ist in uns gefahren, wie wir ja schon am Anfang unseres Let's Plays festgestellt hatten. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem Häuschen. Ich glaube, die Kate wohnt da drin. Ich habe ja mittlerweile auch viele Kommentare dazu bekommen, wie das hier so sich mit der Story verhält. Da kann man aber auch vieles reininterpretieren. Aber da wollen wir uns heute mal nicht drauf fokussieren, sondern wirklich versuchen, dieses Level zu erreichen. Ich weiß auch nicht, wie lang das ist, wenn wir denn da überhaupt hinkommen. Ich glaube, ich werde dann einfach mal hier komplett aufnehmen, jeden Versuch. Mal gucken, ob ich das dann schneide oder nicht. Schauen wir einfach mal. Ich habe keine Ahnung, das ist alles total blind. Und ich glaube, ich fange mal an zu sprinten, sonst kommen wir ja nie an. Das ist mir gar nicht mehr hier so lang im Gedächtnis geblieben. Das Krasse ist ja einfach, diese Stelle ab jetzt. Müsst ihr mal genau darauf achten, wie schnell es hier auf einmal dunkel wird. Das ist echt ein bisschen seltsam. Es ist ein bisschen zu schnell, wobei das natürlich diesen Gruselfaktor dann wieder irgendwie erhöht, weil es so. Ja, ich weiß es nicht. So überraschend kommt. So, noch 20 Meter und dann ist es stockfinster. Da hinten ist, glaube ich. Ihr müsst mit die Augen offen halten. Wir suchen jetzt gleich noch einen Briefkasten, aber ich glaube. Das ist der Briefkasten. Ist das ein Briefkasten da hinten? Wir haben natürlich auch noch keine Lampe gefunden. Nee, das ist kein Briefkasten. Das ist einfach das Schild, dass das Haus zu verkaufen ist. Ja. Okay, da ist auf jeden Fall die Schaukel. Da müssen wir als erstes hin. Oh, ich hoffe, der Typ ist ja noch nicht da. So, hier müssen wir jetzt irgendwo eine Nachricht finden. Moment, Moment, Moment. Kann ich nicht erstmal die. Okay, ich erinnere mich daran, wie ich mit Kate an der Schaukel gespielt habe. Also wir sind wohl wirklich die Schwester von Kate. Okay, wir haben also die Nachricht an der Schaukel bekommen. Das ist der erste Punkt, den können wir schon mal abhaken. So, jetzt müssen wir ins Haus und das Klavier oder das Piano spielen. Achso, ich habe schon wieder vergessen, wie es ging. Ach, ich bin so froh, dass ich das Spiel jetzt nicht durchspielen muss in einem. Theoretisch müssten wir eigentlich mal einen Livestream oder so machen, hatte ich mir schon überlegt. Ich weiß es gar nicht. Hatte ja schon mal ein bisschen so rumexperimentiert, so mit Twitch und so. Hat allerdings alles noch nicht so funktioniert. Ich weiß nicht, ob das ankommen würde. Würdet ihr euch das mal im Livestream angucken? Irgend so ein Horror-Game? Oder kann man sowas eher nicht im Livestream spielen? Sollte man dann eher so ein Multiplayer-Spiel wie Battlefield oder so ausprobieren? Also das fände ich mal ganz interessant, was ihr zu dem Thema Livestream sagen würdet. Weil ich würde das schon wirklich gern ausprobieren. Würde mich mal reizen, wenn meine Leitung das mitmacht. Und ja, wenn ich das überhaupt so hinbekomme. Aber vielleicht kennt sich ja auch irgendeiner mit Twitch aus. Ich weiß es nicht. Aber wäre mal eine Überlegung wert oder so. Slender hier im Livestream mit Kamera vielleicht. Ich weiß es nicht.
So gegen 11 irgendwann mal, so am Wochenende oder so. Okay, wir spielen jetzt so lange, bis eine Nachricht erscheint, stand da. Oh, da stand gerade was. Ich habe in die Kamera geguckt. Tut mir leid, das ist der Nachteil, wenn man mit Facecam spielt und immer versucht, in die Kamera zu gucken. Es sieht nämlich immer blöd aus, wenn man mal so guckt. Deswegen versuche ich ja immer ein bisschen häufiger in die Kamera zu gucken, aber. Oh, na gut. Funktioniert nicht immer ganz perfekt, aber ja, okay. Gut, das haben wir jetzt gemacht und oh, ich hoffe, der steht jetzt hier nicht am Fenster. Oh, ich putze hier nur die Fenster. Stör dich nicht an mir. Okay. Soweit, so gut. Der Slenderman lässt sich noch nicht blicken. Hockt wahrscheinlich hier noch auf dem Klo irgendwo. So, als nächstes müssen wir das Radio anmachen. Hallo? Ich hab's mit Türen, oder? One Late Night bin ich auch immer gegen die Tür gelaufen. So, das Radio anmachen. Okay, viel besser, viel besser. So, wisst ihr noch, wo das Flashlight war, wo die Taschenlampe war? Tatsache. Okay, das haben wir jetzt auch. Ja, jetzt müssen wir den Postkasten gucken. Gucken. Den Postkasten suchen. Und da befindet sich wohl ein Flyer drin. Mehr will ich noch nicht erzählen. Wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Ich weiß es ja auch nicht genau. Ich weiß aber gar nicht, wo der Postkasten war. Aber ich würde mal sagen, der ist wahrscheinlich in der Nähe der Haustüre. Ich hoffe, der Mann steht jetzt hier noch nicht. Von der GEZ. Weil wir haben unsere Rechnung noch nicht bezahlt. Across the street. Aha. Alter, wenn er jetzt hier steht, ne? Das ist eine ganz blöde Idee, hier rauszugehen. Was ist das für ein Zettel da hinten? Was ist das für ein Missing? Ah! Alter! Missing, have you seen this child? Alter, ich wollte gerade lesen. Ey, Tatsache, wir sind jetzt wieder im Menü. Und jetzt müssten wir ein neues Spiel starten. And get ready for something totally different. Okay. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich drück mal auf Start. I'm lost. Can you find me? Oh. Oh nein. Och nö. Och nö. Hallo, Texturen. Oh Gott. Alter Schwede. Oh Gott. Ja, ich gehe ja schon rein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Alter. Ja. Na. Ja, sieht so aus, als wenn die zu wäre. Super, super. Sag mal. Was habt ihr mit den Texturen gemacht? Alter Schwede, was ist denn jetzt los? Das ist ja total strange. Kann man vielleicht zur Hintertüre rein? Ich weiß gar nicht, wo man jetzt hier hin kann. Wir gucken uns jetzt einfach mal hier ein bisschen um. Eieiei. Alter Schwede, jetzt sind wir irgendwo hier im Jenseits gelandet. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier irgendwas machen kann. Ja. 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 Ah! Tatsache! Hä? Wie sind wir jetzt hier reingekommen? Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Boah, das ist schon cool gemacht jetzt. Boah, dieser Wind. Alter.
Hallo? Ich weiß gar nicht. So, noch ein bisschen Schleichwerbung für die Entwickler. Alter, wo soll ich denn hin? Mann! Hör doch auf mit dem Scheiß! Nein! Nein! I like you. I want to play a game. Nein, ich will auch kein Spiel spielen. Oh. Da sind wir schon wieder durch. Ja. Ich glaube, das war's. Ich schaue nochmal nach, ob es da noch irgendwas gibt. Aber ich glaube, wir sind jetzt durch dieses kleine Zusatzlevel, das es offenbar doch gibt. Keine Ahnung, was der Slenderman da mit uns vorhatte. Der wollte auf jeden Fall ein Spiel spielen. Vielleicht war es auch diese Puppe von Saw. Da mit diesem kleinen Dreirädchen. Ich weiß es nicht genau. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal anschauen, ob es da noch irgendetwas gibt. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Einfach nochmal so ein kleiner Ausflug hier nach Slender The Arrival. Und guckt euch das natürlich bitte im Dunkeln an, sonst hat das natürlich keine Wirkung. Ja, in dem Sinne würde ich dann sagen, entweder bis gleich oder einfach bis zum nächsten Let's Play oder Horror-Game. In dem Sinne, tschüss. So, dann sind wir nochmal ganz kurz. Ich habe, glaube ich, noch was entdeckt. Es geht noch ein bisschen weiter. Ein bisschen müsst ihr euch noch gruseln und ich bin gespannt. Wir gehen mal auf Stage Selection. Charlie Matheson. Was ist das denn für ein Name? Kann er nicht einfach Müller heißen? Oh Gott, der wird auf jeden Fall vermisst. Ich wollte mir das mal ganz kurz durchlesen. Oh gut, okay, das ist obligatorisch, das steht ja immer da. Okay, auf ein neues, Freunde. You'll find you instead, ja, super. Ja. Auf jeden Fall will der mit uns Spiele spielen, ich bin da noch nicht so ganz begeistert von. Wollte eigentlich nur mit euch Spiele spielen, aber... Okay, wir gehen dann mal wieder schnell ins Haus. Glitschen wieder ins Haus rein. So, jetzt kann ich auch... Oma, bist du das? Hast du Durchfall? Oh Gott. Oh. Ich gehe jetzt einfach mal in unser Zimmer als erstes. Oh, Mann, diese Geräusche... Achso, gut, das ist der Zettel, dass wir ja hier zu den in den Wald sollen, aber das interessiert uns ja nicht. Wir sind ja schon ein bisschen weiter, wir sind ja schon erfahrene Länderspieler mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was ich hier suche, aber es hört sich nicht gut an. Ich glaube, die Oma hat echt Durchfall. Jetzt macht sie... Ja. Okay, hier ist alles in Ordnung. Was heißt in Ordnung? Neben der Tatsache, dass hier alles so total so glitscht und... Alter, was macht der denn da drin? Mann! Wie nur noch Start Game und Exit? Exit oder Start Game? Wir versuchen es einfach mal. Oh nein, wir sind schon wieder hier. Das ist ja... Wir kriegen aber... Es ist kein Entkommen hier, oder? Es gibt kein Entkommen. Okay, ein drittes Mal ins Häuschen. Oh Gott, der ist bestimmt da drin, oder? Wir gehen einfach mal unsere Route, die wir eben auch gegangen sind. Boah. Charlie. Wie weit geht das jetzt? Oder wie lang geht das jetzt noch? Ah, wir machen das jetzt einfach mal hier. 3 Stunden lang. Okay. Habt ihr was dagegen oder ist das in Ordnung? Wir gehen einfach mal hier lang. Boah, hört sich das fies an. Das ist ja ekelhaft. Boah, Mann.
Wir spielen einfach nochmal. Na, los, spiel schneller! Das klingt vertraut. Jetzt. Dann nicht. Boah, Mann, ey. Mann, ey. Der ist auf jeden Fall oben. Der ist auf jeden Fall oben. Ich versuche einfach mal das gleiche, was ich eben auch gemacht habe. Alter. Die Tür ist natürlich zu. Das ist so klasse. Ja. Ganz ruhig. Nein! Mist. Ich wollte jetzt versuchen, die Schaukel nochmal anzutippen. Der Fernseher ist natürlich wieder kaputt gegangen. Klasse. Oh Gott. Ich versuche mal rauszugehen. Nein, wir kommen nicht raus. Okay, wir müssen nach oben. Aber will ich nach oben? Na, na. Na! Na! Nein, geh weg, geh weg, geh weg, nein! Na, scheiße. Ja, kann man das schaffen oder nicht? Ich mache nur eine Aufnahme. Ich weiß nicht, ob man es schaffen kann, ob man jetzt hier irgendwas noch machen muss. Oder muss man wirklich die Schaukel am Anfang nochmal antippen? Wir versuchen einfach nochmal alle drei Hinweise zu akquirieren. Eieiei, die Entwickler sind aber auch fies, die lassen uns irgendwie hier gar nicht mehr los. Der ist auf jeden Fall immer oben, oder? Bleib da oben! Mann. Ja. Na los, spiel schneller! Ja. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt mal das Radio anmachen. Können wir jetzt wieder raus? Können wir jetzt wieder raus? Wir haben jetzt theoretisch alles angemacht. Wir haben jetzt das Radio an, wir haben auf dem Piano gespielt und die Schaukel haben wir auch angefasst. Dann gehen wir jetzt wieder raus, oder? Boah, man kann ja... Ich glaube, es gibt gar kein Entkommen hier. Die wollen uns einfach nur verarschen. Die Musik macht es nicht besser. Super, die Lampe ist total hilfreich. Ah! Na! Ah, Scheiße! Geh weg! Ich bin fertig. Ja, okay. Freunde, wir machen es so wie beim ersten Mal. Ich schaue nochmal, ob es noch weitergeht. Wenn es weitergeht, dann sehen wir uns natürlich an derselben Stelle gleich wieder. Und ja, ansonsten würde ich dann mich nochmal verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal, euer Slenderman. Tschö, tschö. Ja, und ihr dachtet, es wäre vorbei, aber nein, es ist nicht vorbei. Es geht natürlich noch weiter. Irgendetwas kommt da noch. Und wir machen einfach hier an dieser Stelle sofort weiter. Mann. So. Ja, irgendwie, der Slenderman denkt sich hier so, hey, selbst wenn du hier durch das Level glitschst, kriege ich dich noch. Also es gibt kein Entkommen. Selbst wenn wir hier die Bugs des Spiels ausnutzen, kriegt er uns immer noch. Na gut, ich schlag mir jedes Mal die Tür wieder vor die Omme. Es ist unglaublich. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwas kommt, es gibt auf jeden Fall noch ein Ende hier. Das Blöde ist, ich will mich ja nicht spoilern. Ich will euch ja auch nicht spoilern. Aber ich finde das alles so ein bisschen strange hier. Ja? Achso, hier ist ja gar keiner. Okay. Ja, dieses Geräusch ist so schrecklich. Okay, es sind auf jeden Fall alle Türen nach draußen zu. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Klavier wieder anbekommen. Einfach mal so, weil wir es können. So. Ja,
Ja, super. Ich glaube, selbst wenn wir einen anrufen könnten in dieser Situation, das wird uns nicht so viel helfen. So, einfach mal die Fenster auf. Frische Luft hier rein. Eieiei. Okay, sollen wir nochmal nach oben gehen? Wieder tot. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Aber ich versuche es einfach weiter. Wir haben ja Zeit. Wenn wir sofort dahin gehen? Klopf, klopf. Da! Ah! Schon wieder im Menü gelandet. Mann, das wäre doch gelacht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es weitergeht. Habe ich eben gesehen und dann habe ich aber Stopp gemacht. Ich will das ja selber sehen. Aber es ist natürlich auch blöd, wenn man es dann gar nicht weiß, dass es noch so ein Level gibt und dass es hier noch weitergeht. Wir müssen das ja dann auch zu Ende spielen. Ne? Das sind wir dem Spiel und das bin ich euch ja schuldig. Insofern. Ich weiß es nicht, was man hier machen muss. Okay, 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 okay. Nein! Nein, schon wieder tot. Mann! Vielleicht muss man das eine bestimmte Anzahl... Nee. Wir haben das jetzt schon einige Male auf jeden Fall gemacht. Müssen wir noch irgendwas finden? Aber der ist immer in der ersten Etage. Aber einen Schlüssel gab's doch auch nicht, oder? Naja, das ist ja seltsam. Der ist da und wenn ich jetzt hier rüber gehe, ist er hier. Ist er denn auch hier? Nein! Warum kommt denn manchmal das Bild und manchmal nicht? Wir gehen einfach mal durch die Garage, aber die ist ja zu. Also die Tür von der Garage. Das geht, glaube ich, auch nicht. Okay, klar, die ist von beiden Seiten zu. Wir können natürlich auch einfach draußen bleiben. Die Antenne, kennt ihr die noch? Da mussten wir doch hinpilgern. Eigentlich müsste der dann irgendwo hier am Fenster stehen, oder? Hallo? Komm mal ans Fenster, Slendermann. Slendy! Ich will dir meine Topfpflanzen zeigen. Oh, ist das hell. Okay, dann gehe ich nochmal ins Häuschen. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch irgendwie funktionieren. Mann, das wäre doch gel... Der wackelt aber. Beziehungsweise sie wackelt. Wir spielen ja eine Frau, glaube ich. Telefon. Tja. Na. Bist du auch tot? Schade. Wir machen einfach noch mal das Radio an. Oi. Das ist aber auch ein Wetter hier heute wieder. Das ist ja unglaublich. Das haben wir aber in der Wettervorhersage nicht gesagt. Wir spielen einfach mal hier so ein bisschen. Wir können es ja.
Ja, Mann, wenn ich das jetzt wüsste, das regt mich jetzt auf. Wir müssen das doch irgendwie schaffen. Aber ich war doch, kann mich doch gar nicht bekommen haben. Boah, ich muss das noch einmal versuchen, das kann doch nicht sein. Ich sollte mir vielleicht noch mal ein Video dazu ansehen oder so. Mann. Ich will euch ja jetzt auch nicht langweilen mit 1000 Versuchen, die ich ungefähr hier brauchen werde. Oh, das Regal ist schief. Moment. Schade. Die Taschenlampe hilft uns aber doch auch nicht, oder? Hilft die uns? Na! Na! Mann! Aber das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ich weiß ja gar nicht, was der von uns möchte. Na komm doch. Ja gut, ich würde sagen, vielleicht noch bis gleich. Ich weiß es nicht, ob ich das noch irgendwie hinbekomme. Ich muss mir nochmal einen Tipp suchen, sonst werde ich da auch 1000 Versuche aufbringen. Ja, in dem Sinne dann entweder bis zum nächsten Let's Play. Oder bis gleich, beziehungsweise bis in einer Sekunde. Ich schneide dann sofort wieder da dran oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das ist einfach ein total spontanes Let's Play. Wobei, das müssen wir eigentlich anders nennen. Let's Glitch vielleicht. Na gut. Na gut, ich versuche es auf jeden Fall nochmal. Dann bis irgendwann mal. Bis die Tage.